Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Endlich geht's weiter auf meinem Kanal. Woo! Und wie ihr seht, es ist soweit. FIFA 18 ist am Start. Ich bin jetzt nicht am ersten Tag eingestiegen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Deswegen weiß ich auch noch nicht so wirklich, wie viele Videos. Also ich werde jetzt logischerweise die nächste Zeit erstmal versuchen, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Klar. Aber ich werde auf jeden Fall insgesamt nicht so viele Videos schaffen wie letztes Jahr. Über 700 Aufnahmen, eigentlich sogar über 800 Aufnahmen. Die letzten habe ich ja nicht mehr veröffentlicht. Und dieses Jahr habe ich leider nicht mehr so viel Zeit. Vor allem werde ich es auch nicht schaffen, jede Woche die Weekend League zu zocken. Jetzt die erste und ich glaube sogar die zweite Weekend League habe ich Zeit. Die würde ich eigentlich beide mitnehmen und aufzeichnen und euch zeigen. Und ja, ich bin gespannt aufs Spiel. Es soll sich krass geändert haben. Es soll definitiv anders sein. Tore schießen wäre einfach, verteidigen wäre ultra schwer, wie ich gehört habe. Ich habe noch kein einziges Spiel gemacht. Weder online auf dem PC noch mit Freunden auf der PlayStation noch kein einziges Spiel gemacht. Wie gesagt, bin jetzt ein paar Tage nach dem offiziellen Release eingestiegen. Dann gab es ja auch wieder diese speziellen Editionen. Wenn man die gehabt hat, konnte man, glaube ich, 3 Tage eher einsteigen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich, als man ab dem man in der Web-App quasi Zugriff hatte und da traden konnte, habe ich natürlich wieder ein bisschen vorher getradet. Und ich glaube, so viel Geld wie dieses Mal habe ich vorher bei Ultimate Team, also vor dem offiziellen Start, nie ertradet. Also das ist ein bisschen crazy gewesen. Es gibt natürlich andere Leute, die noch viel mehr ertradet haben, aber hab ja einen relativ einfachen Trading-Stil. Von da bin ich überrascht, dass es so viel war. Ich habe jetzt schon 45.000 Coins zusammen. Ich habe noch ein, zwei Spieler auf der Transferliste und habe auch schon meine Teams zusammen, weil ich habe mich dazu entschlossen, wie immer ein Bundesliga-Team zu spielen und bin aber von der Ligue A, also von der französischen Liga, wieder weggegangen zur italienischen Liga Calcio A. Die haben wir ja vor 2 Jahren gespielt, da hieß sie aber noch Serie A. Und das aus dem Grund, also ich habe es eigentlich an Draxler festgemacht, wenn nämlich Draxler. Der ist jetzt momentan, ist Draxler in der, also der ist bei PSG noch immer, wie gesagt, und spielt in der Pariser Liga, in der französischen Liga. Der ist aber ein LW, also ein Left Winger, und dementsprechend kann ich ihn nicht als ZOM spielen. Wäre er als ZOM spielbar gewesen, hätte ich wahrscheinlich trotzdem wieder die Liga A gespielt. So gab es aber keinen coolen Deutschen, den ich da spielen konnte. Und was mir gar nicht gefällt, sind so die Stürmer in der Liga A, weil Lacazette fehlt. Deswegen habe ich gesagt, nimmst du die italienische Liga, da wirst du zwar auch nie mit Höwedes spielen, weil Höwedes, aber Khedira vielleicht, weil Höwedes einfach zu langsam ist als Innenverteidiger, aber insgesamt gefällt mir die Serie A nochmal besser und da muss ich wenigstens nicht die englische Liga spielen und auch die Spanier hatte ich auch keine wirklich Lust. Ich denke generell, dass dieses Jahr fast nur englische und spanische Liga gespielt wird. Ich glaube, dass, und wahrscheinlich als drittes dann italienische Liga, ich glaube, dass so gut wie keine Bundesliga gespielt wird, interessanterweise. Also mal gucken, ob es so wird, aber ich denke. So. Wie gesagt, ein Bundesliga und ein Calcio A-Team habe ich mir gebaut und da ich halt mit beiden Ligen quasi gehandelt habe, konnte ich mir einfach nebenbei die Spieler ganz billig ersteigern. Also normalerweise 350 Coins. Und dann schauen wir mal in die Bundesliga. Ja, was sehen unsere müden Augen da? Sieht eigentlich schon sehr interessant aus, wie ich finde. Ich denke als erstes, hä, eine Inform? Ja, ich habe einfach so verdammt viel Geld ertradet, dass ich gedacht habe, du musst die Coins jetzt, wo die Informs noch so billig sind am Anfang, musst du investieren. Weil ich habe ja letzte Saison das so gemacht, dass ich am Anfang nicht viel Geld für die teuren Goldspieler ausgegeben habe, für die seltenen, weil das Problem an den seltenen, teuren Goldspielern am Anfang ist, die sinken massiv im Preis. Wenn man aber eine Inform kauft, die am Anfang in den Packs war, die steigt vor allem am PC extrem im Preis, weil erstens, am Anfang haben die Leute noch nicht so viele Coins, also werden die auch preiswerter verkauft. Zweitens, am Anfang ziehen logischerweise auch viele Spieler Informs aus den Packs, die einfach gar keine regelmäßigen FIFA-Zocker sind und die dann vielleicht nach ein, 2 Monaten wieder aufhören zu spielen, wo dann logischerweise die Informs und die Spieler, die in den Vereinen sind, tot sind. Die sind weg, die kriegt man nicht mehr wieder, weil die ja nicht mehr auf den Markt gehen. Und deswegen sind die Informs, die man am Anfang hat, in den ersten ein, zwei, drei, 4 Wochen, die da in dem Team of the Week drin sind, die sind einfach
später viel, viel seltener auf dem Markt als spätere Informs. Und deswegen habe ich das wie letztes Jahr gemacht. Das hat super funktioniert. Ich habe mir damals zum Beispiel relativ schnell Inform Cavani gekauft gehabt für 70.000 und den habe ich dann für 240.000 wieder verkauft. Und deswegen habe ich mir hier Inform Arangis geholt für gerade mal 15.000 Coins. Und der hat auch ziemlich coole Stats für einen ZOM. Der ist eigentlich ein ZM, aber ich habe ihn zum ZOM gemacht. Weil 79 Tempo, 83 Dribbling, Schuss könnte ein Tick besser sein, aber ist auch noch okay. 87 Pass ist halt einfach sehr, sehr geile ZOM-Stats. Und deswegen habe ich den genommen. Sommer habe ich das Glück gehabt und habe den in einem meiner Packs gehabt. Am Anfang hat man ja immer solche Belohnungspacks, wenn man früher schon FIFA gezockt hat. Die habe ich halt direkt aufgemacht, weil ich das Zeug, was drin war, habe ich gebraucht für mein Trading und ich hatte jetzt keine Lust, das extra nochmal so ein Browser-Video zu produzieren, nur wo ich euch zeige, wie ich die Packs aufmache. Hatte das Glück, dass Sommer drin war, passt perfekt in mein Team. Der wird natürlich jetzt sehr lange erstmal im Team bleiben, da brauche ich erstmal mir keinen neuen Torhüter holen. Hat sehr ausgeglichene Stats, 81 Hechten, 83 Reflexe, 82 Ballsicherheit, 80 Positionsspiel. Und ja, mal schauen, wie der sich so macht. Aber wie gesagt, für den Anfang natürlich absolut top. Und alle anderen Spiele habe ich mir, glaube ich, gekauft. Ziemlich preiswert, meistens für 350 Coins und habe ich nicht in den Packs gehabt. Ja, ich denke, da brauchen wir jetzt nicht auf jeden nochmal eingehen, weil die werde ich jetzt eh nur. Also mein Plan ist wieder 7 Spiele machen und sobald dann halt die 7 Spiele vorbei sind, haben die keine Verträge mehr. Oder 6 Spiele machen, sorry, 6 Spiele machen, wenn die dann nur noch einen Vertrag haben, die mit einem Vertrag wieder auf den Transfermarkt hauen und dann kaufe ich mir schon bessere Spieler. Mein Plan ist, dass ich dann bei der zweiten Runde mir Spieler kaufe, die maximal 2000 Coins kosten, weil ich, wie gesagt, am Anfang nicht so teure Spieler kaufe, die nur normal Gold sind oder selten Gold sind, damit ich halt keinen hohen Wertverlust habe. Genau, ja, deswegen gibt es nicht viel zu sagen. Hier, guter Innenverteidiger, 70 Tempo, dann Subotic kennt man, Chandler, 77 Tempo, okay, für einen Außenverteidiger, ja, wie heißt er nochmal komplett? Bei Jorge, Mere haben wir, oder Meret, Betonung ist auf dem E, glaube ich, Jorge, Meret, da haben wir 80 Defense, auch ein guter Wert. Subotic kennt man auch nicht so schnell mit 59 Tempo, aber auch 80 Defense, solide Abwehrstats. Und am Anfang ist es alles nicht ganz so wichtig. Chandler, 77 Tempo, 74 Defense. Linksverteidiger Durm, der wird wahrscheinlich auch ein sehr beliebter Anfangs-Linksverteidiger sein mit 83 Tempo. Dann kostet als 78er schon etwas besser mit 88 Tempo und 80 Dribbling. Sehr guter, ist glaube ich der beste, nicht seltene Stürmer der Bundesliga. Kramaric mit 73 Tempo, 81 Schuss schon, sogar nach 70 Pass, also mitspielender Stürmer, 84 Dribbling, 71 Physis. Wie groß? 1,77, okay. Dann Haraguchi nur 75er, aber ein gutes Tempo mit 85 und auch wieder mit 80 ein gutes Dribbling. Dann haben wir auch hier auf dem Sechserposition mit, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Gebamin, Chibamin, das Elfenbeinküste, ne? Da sprechen sie Französisch, oder? Ich weiß leider nicht, wie das im Französischen ausgesprochen wird. Ich sage erstmal Gebamin, ihr werdet mich auf gar nicht verbessern, schreibt mir einfach in die Kommentare rein, wie es wirklich ausgesprochen wird. Schmiedebach, gutes Tempo mit 71, genau wie Gebamin mit 74 Tempo, deswegen habe ich die beiden Sechser auch genommen, auch wenn sie eher kleine sind. Arangis hatten wir schon und dann würde ich sagen, kommen wir zum Calcio A-Team. Da haben wir, oh, auch schon einen Inform-Spieler. Da habe ich genau das gleiche gemacht wie in der Bundesliga. Und bei hier ist es sogar noch so, dass Ghoulam der zweitbeste Linksverteidiger ist in der kompletten Liga. Ist der zweitbeste Linksverteidiger. Besser ist nur Alexandro. Und das ist dann einfach mal der zweitbeste mit dieser Inform. Und der hat mich gerade mal 25.000 gekostet. Und wie gesagt, 45.000 habe ich noch auf der hohen Kante. Also, ja, läuft. Nicht ganz so schnell, aber halt auch wieder sehr gute Stats. Insgesamt ausgeglichen. 82 Tempo, 80 Dribbling, 80 Defense, 82 Physis. Einen guten Schuss und einen guten Pass für einen Außenverteidiger. Der wird wahrscheinlich auch sehr lange im Verein bleiben, es sei denn, er bekommt jetzt bald eine Second in Form. Und ansonsten haben wir hier auch, ja, schon ganz anständige Spieler, sage ich mal. Bin schon mit deutlich schlechteren Teams gestartet. Mirante, 80er Torhüter mit 82 Hechten, 80 Ballsicherheit, 82 Reflexen und 78 Positionsspiel, schon sehr gute Werte. Gamberini hat 82 Defense, ist denke ich hier der wichtigste Wert bei ihm. Dann Vitor Hugo, 79 Defense, 68 Tempo und nichts Besonderes. Widmer, Rechtsverteidiger, 81 Tempo und mit 78 Physis auch körperlich ganz gut. Ja, bei den Sechsern gab es nicht so viele Geile, deswegen habe ich hier auch den Leiva mit nur 45 Tempo. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, da bleibt ja auch nur 6 Spiele. Ansonsten mit 78 Defense auch ganz okay, abgesehen vom Tempo halt. Dia Vara gefällt mir da deutlich besser mit 74 Tempo, aber halt nur 69 Defense.
Dann Laxalt war ein relativ teurer Spieler, aber die LM- und RM-Position ist sehr schlecht besetzt, was die preiswerten Goldspieler angeht in der Calcio A, in der italienischen Liga. Deswegen musste ich da schon etwas tiefer in die Tasche greifen und 600 ausgeben. Aber dafür hat er auch ganz gute Stats, 88 Tempo, 77 Dribbling, 73 Pass. Der RM war auch ziemlich teuer mit sogar 700 als 76er, 85 Tempo, 80 Dribbling. Ansonsten kann man die restlichen Stats eher vergessen. Der ZOM ist mit Saponara dann auch ein ganz guter Werder, leider halt einen ziemlich schlechten Schuss, was ungünstig ist von den ZOM, aber ja, ist halt ein preiswertes Team. 75 Tempo, 81 Dribbling, 79 Pass ist dafür gut. Und Palacio, oh, was der verloren hat an Wertung, also der war ja mal richtig crazy. Und hat jetzt nur noch 78, aber immer noch für einen nicht seltenen Goldspieler gute Werte. 78 Tempo, 82 Dribbling, 74 Schuss. Passt. Jetzt habe ich, wie es aussieht. Ach, jetzt habe ich wieder den scheiß Wackelkontakt in meinem Kopfhörer, in meinem Headset drin. Jetzt muss ich kurz zusehen, dass ich den rausbekomme, sonst nervt das mega weit. Dann habe ich den Ton nur auf rechts. Ah, jetzt passt wieder. Gut. Und wir fangen an. Wir spielen jetzt logischerweise auch eine Runde. Und das erste Spiel werden wir tatsächlich versuchen, uns für die Weekend League zu qualifizieren. Boah, meine Herren, ich will doch einfach nur rein. Was ist denn hier los? Jetzt. Für die Weekend League zu qualifizieren. Und das Schöne ist, dass es ein Qualifikationsturnier gibt, direkt als erstes, wo man nur mit billigen Teams reinkommt, weil nämlich Turnierdetails, maximale Teamwertung darf 78 nicht überschreiten und zufälligerweise haben meine beiden Teams, ich habe es nicht geplant, wirklich genau 78. Das Problem ist nur, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt Liga 10 spielen würde, Online-Liga, würde ich wahrscheinlich gegen deutlich schlechtere Gegner spielen. Ich gehe stark davon aus, dass die Gegner, die jetzt auf mich warten, schon besser sein werden und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich schaffe, mich zu qualifizieren. Zumindest nicht in der ersten Runde jetzt, also im ersten Durchgang. Ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt 4 Spiele in Folge gewinnen, weil ich denke, spätestens ab dem Halbfinale werden die Gegner wieder besser sein und dann wird es relativ schwer. Ich würde sagen, wir fangen auch mit der Bundesliga an. Schauen wir mal. Wichtig, nicht aufregen. Ich will versuchen, so lange wie möglich mich nicht aufzuregen. Mal gucken, wann das erste Spiel kommt, wo ich emotional reagiere. So, erstes Spiel. Ich bin gespannt. Ah ja, ganz wichtig, schneller auf den starken Fuß schauen. Das habe ich ja ganz vergessen. Rechtsfuß. Was, wie viel Stellen auf dem schwachen? 3. Rechtsfuß, 3 Stellen auf dem schwachen. Pass 50. Pass 51. Ja, dann lass die so stehen. Durm müsste Linksfuß sein, ist aber auch egal. Nee, ist Rechtsfuß. Was? Durm ist Rechtsfuß? Ja, da ist, glaube ich, kein ursprünglicher Linksverteidiger. Ich glaube, da war mal ein Stürmer. Er ist Rechtsfuß, Chandler, okay. Tchibamin ist Rechtsfuß, 3 Stellen auf den Schwachen. Und Schmiedebach ist Rechtsfuß, 4 Stellen auf den Schwachen. Dann wechseln wir die Position. Kostet ist, glaube ich, Rechtsfuß, Linksfuß, okay. Aber Haraguchi ist Rechtsfuß, genau. Und 4 Stellen auf den Schwachen, na immerhin. Arangis hat 4 Stellen auf den schwachen Fuß. Das ist sehr, sehr gut als ZOM. Starker Fuß rechts. Und Kramaric hat auch 4 Stellen auf den schwachen Fuß. Sehr gut. Oder hat sogar 4 Stellen Spezialbewegungen, sehe ich gerade. Aber das ist egal, benutze ich eh nicht. Rechtsfuß, 4 Stellen auf den schwachen. Okay. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch gar nicht die. Ich habe ja noch gar nicht Teamtraining, Objekt, Spieleranweisung etc. gemacht. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Das mache ich jetzt direkt für beide Teams, sonst vergesse ich das wieder. So, wir fangen mal an bei. Hinten bleiben bei Angriffen, normales Abfangen, das bleibt so. Ausgewogener Angriff, stets überlaufen. Hinten bleiben bei Angriffen, normales Abfangen. Ausgewogener Angriff, hinten bleiben bei Angriffen. Genau. Dann defensive Unterstützung, grundlegend ist korrekt. Ausgewogene horizontale, ausgewogene Unterstützung, ausgewogene Flankenläufe, Positionsfreiheit. Alle Freiheiten oder Positionen halten. Ich glaube, da hatte ich immer alle Freiheiten erlaubt. Ist wahrscheinlich jetzt eher noch nicht ganz so wichtig, aber das mache ich jetzt trotzdem mal. Normales Abfangen, ja. Hier mache ich das natürlich auch. Alle Freiheiten, normales Abfangen. Hä? Moment. Ach so, ich muss auf A drücken, damit das gespeichert wird. Das habe ich nicht drauf geachtet. Hinten bleiben, genau. Hinten bleiben. So. Die Sechser, ausgewogene Defensive, ausgewogener Angriff, da hatte ich immer einen, habe ich immer hinten gelassen, den der mehr der Abräumer war und nach vorne nicht so gut ist. Jetzt müsste ich halt wissen, wer von den beiden das ist.
Ich gehe mal davon aus, dass beide eher schlecht sind, dass es keine große Rolle spielt. Ich lasse jetzt einfach den schlechteren in der insgesamten Bewertung hinten bleiben bei Angriffen. Der andere darf mitmachen. Arangis alle freihalten. Konservatives Abfangen. Nee, da kann ruhig normal abfangen. Und vorn bleiben. Die arbeiten trotzdem mit nach hinten. So. Ausgewogener Angriff. Normales, konservatives Abfangen. Das soll nicht groß rumrennen. Grundlegende. Was? Defensivpressing. Abwehrkette unter Druck setzen. Grundlegende Defensivunterstützung. Das lasse ich normal. Ausgewogener Horizont. Ausgewogener Angriff. Abwehr überlaufen. Anspielstation. Setzen. Okay. Ja, passt, passt, passt. Das müssen wir jetzt, wie gesagt, noch für das andere Team machen, weil es leider. Ach so, Moment, wir haben ja noch gar nicht. Da gibt es noch Spielerrollen. Ach nee, ich glaube. Das macht er jetzt eh. Also da bin ich. Weiß ich jetzt eh noch nicht, was besser ist. Das lasse ich also einfach so. Individuelle Taktiken, da habe ich eh nichts verändert. Also ich habe es probiert gehabt und habe was geändert gehabt und habe dann wieder gemerkt, okay, da. Und diesmal ist ja wirklich alles auf 50. Das war ja sonst nicht so. Habe ich im Standard gespielt, verändert gespielt und habe keinen wirklichen Unterschied gemerkt. Deswegen habe ich dann wieder auf Standard zurückgesetzt. Okay, jetzt machen wir das gleiche nochmal schnell mit der Calcio A und dann wird aber erstmal gezockt, meine Freunde. Ne, es war eins zu zeitig. Oh, ich habe schon Teamfitness, die sollte ich mal verkaufen. Ah, ich glaube, die ist untauschbar. So. Ach nee, wieso wird denn jetzt. Ja, ich weiß, wie das geht. So. Normales Abfangen. Hinten bleiben bei Angriffen. Ach, es wird doch für beide gespeichert, oder was? Mittlerweile? Hinten bleiben, was haben wir hier? Alle Freiheiten. Sehr geil. Das war letztes Mal, also ich bin mir zu 99% sicher, dass es das in FIFA 17 nicht so war. Normales Abfangen, alle Freiheiten. Ist natürlich für diejenigen blöd, die gerne von Team zu Team das wirklich an die Spieler anpassen. Aber für mich ist es optimal, weil ich bei beiden das Gleiche haben möchte. Außer vielleicht bei den Sechsern, da müsste ich dann drauf achten. So. Bundesliga. Oh, ich bin so gespannt. Vor allem, weil das Verteidigen richtig scheiße schwer sein soll. So. Ich bin gespannt. Es geht los. Eieiei. Ach ja, und ich habe gehört, dass das Radar-Outfit wohl etwas merkwürdig wäre, dass wenn man auswärts spielt, hat man schwarze Trikots auf dem Radar. Wenn man zu Hause spielt, hat man weiße Trikots auf dem Radar. Egal, was man wirklich für Trikots anhat. Wenn man also als Auswärtsteam weiße Trikots trägt und der Gegner, und ja, wenn man als Auswärts, oh mein Gott, wenn man als Auswärtsmannschaft weiße Trikots anhat, dann wird man trotzdem mit schwarzen Trikots auf dem Radar dargestellt. Und der, das ist mal krass, der hat auf seiner Bank wahrscheinlich nur Bronze-Spieler, um hier mit seltenen Goldspieler auf 78 zu kommen. Ist also schon mal deutlich besser als ich, was das Team angeht, aber vielleicht spielen wir ja extra schlecht. Das war auch nicht so richtig, aber wir schauen mal. Mein erstes Spiel, wie gesagt. Ich habe einen orangenen Ball. Ich dachte, ich wäre Auswärtsmannschaft. Naja, egal. So, wie immer gehe ich erstmal auf Ballbesitz. Ich muss ja erstmal mit den alten Sachen anfangen. Ach ja, ich muss noch die Kamera einstellen, fällt mir gerade ein. Ach mein Gott. So, Einstellungen. Kamera, Standard. Ah, ich glaube, ich hätte Standard, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe einen Frosch im Hals. Kamerahöhe. Ich glaube, ganz so flach will ich es nicht. Ne, das lassen wir auch rausgezoomt. So. Das sollte passen, das sollte passen. Schauen wir mal. Oh, der Gegner nutzt dann scheinbar auch direkt irgendwelche Veränderungen. Also die Pause für Veränderung. Oh, das ist ja meine neue Anzeige. Tja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Okay. Wären wir fast nochmal an den Ball gekommen. Aber erster guter Angriff. Ich bin zufrieden mit meinem allerersten Angriff. Und jetzt schauen wir mal, ob die Verteidigung wirklich so schwer ist. Gutes Abfangen von Chandler. Oh, das ist Schmiedebach und nicht Haraguchi. Das ist natürlich nicht so optimal, weil
Der nicht so schnell ist! Was für eine Traumflanke! Fuck, Mann, das hätte schon das erste Tor sein können oder müssen. Schade, schade, schade. Aber wirklich eine hervorragende Flanke. Vielleicht war es Zufall, aber es kann natürlich sein, dass jetzt in FIFA 18 die Flanken wieder gut funktionieren. Müssen wir mal schauen. Aber das war eine super Flanke. Ich habe auch gehört, dass Abfang wichtiger geworden sein soll. Schade, das war eine sehr aggressive Grätsche. Also in Schussstellen etc. soll deutlich wichtiger geworden sein. Ah, okay. War ein bisschen zu einfach gedacht, definitiv. Am Anfang spielt auch erstmal komplett ohne Wechsel im Spiel, sonst haben wir ja immer diese zwei freien Positionen auf der Auswechsel- bzw. Reservebank genutzt, um zu wechseln, wenn notwendig. Also bisher, da geht das wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich gut, aber bisher finde ich jetzt so das erste Gefühl vom Verteidigen nicht wirklich groß anders, aber ist wahrscheinlich auch nicht so aussagekräftig. Das heißt wahrscheinlich, es ist noch nicht so aussagekräftig. Schöner Ball auf Kostic. Oh, da hat er irgendwie Probleme gehabt mit der Ballannahme oder mit dem Kontrollieren des Balles. Da hätten wir nochmal diese Chance genutzt zum 1-0. Subotic, gut gemacht. Gut gemacht. Okay. Das war ein Stürmerfall, ne? Was? Wann denn? Ach so, es war eine vorhergehende Situation, aber. Hä, was ist das jetzt für eine Ansicht? Kann ich die Kamera ändern? Ja. Ich habe mal gar nicht auf den Radar geachtet, fällt mir gerade so ein. Jetzt. Ja, ich bin schwarz, aber mit kann ich leben. Bei den Trikots. Und es wäre ja super einfach sein, sich durchzutribbeln oder so, aber bisher. Jetzt nicht das Gefühl, aber ich war ja auch nie der große Trippler. Okay, Ballabschirm kann merkwürdig sein. Das war nämlich gerade Ballabschirm und da ist so weit vom Ball weggegangen, dass der andere einfach ohne Probleme rangehen konnte. Der erste Angriff war irgendwie der. Die ersten Angriffe waren irgendwie die besten. Aber Gegner ist bisher noch nicht so gefährlich in Situationen vor Tor gekommen, das ist doch schon mal gut. Keinen Abschluss gehabt. Oh, schlechter Pass. Aber naja, bei den Spielern, die ich momentan habe, sollte jetzt auch. Nicht erwarten, dass hier jeder Pass, vor allem die schwierigen, ankommen. Hab gar nicht auf die Aufstellung groß geachtet, generell nicht so sehr aufs Team, außer dass es halt besser war. Oh, hat er sich dann leider genau richtig hingeteilt. Das könnte jetzt teuer werden. Zum Glück hat er sich den Ball schlecht vorgelegt mit Eto'o. Glaube ich, einen Tick schneller gegen den Gegner spielen, kommt da eher Probleme. Ich wollte flach ins lange Eck schießen, habe gedacht, dass ich Strafe aufgezogen hätte, aber der Ball war einfach zu schwach geschossen, das hat man gemerkt. Das war mal wieder ein guter Angriff auf jeden Fall. Alter, wie ich die ganze Zeit ausgepfiffen werde, wenn ich am Ball bin. Was ist denn hier los? Scheiße. Oh, da hatte ich doch quasi den Ball schon.
Erster ganz guter Angriff, aber sehr zentral. Erste Ecke im Spiel fällt mir gerade ein. Aber beste Torschein hatte auf jeden Fall ich, leider. Ohne Erfolg. Subotic ist auch über 1,90 Meter. Oh, da mache ich mir weniger Sorgen. Was für ein langer Tor, oder? Krass. Aber egal, ich gebe mir auf jeden Fall Chancen ausgleichen zu können. Eto'o, was für ein Abschluss, ey. Dass Sommer den nicht hält, ist echt traurig. Voll außer Drehung, miserabel. Oh, da fällt ihm der Ball nochmal vor die Füße. Aber egal, ich gebe mir hier auf jeden Fall Chancen auszugleichen. Von daher, schauen wir mal. Oh, ey, das ist so eine schlechte Position zum Schießen. Schade. Nur zweimal geschossen? Merkwürdig. Dann hätte ich auch eher mal einen Abschluss aus der Distanz wählen sollen. Achso, wir können eigentlich mal auf Offensiv gehen, fällt mir gerade ein. Gegner wird das wahrscheinlich ziemlich defensiv spielen, denke ich mal. Was? Kein Foul! Ist glaube ich noch relativ schnell, nicht mehr ganz so schnell wie immer war, aber ja, okay, da konnte ich jetzt recht wenig machen, denke ich. Wechselempfehlung. Arangis gegen Saponara, okay, ja, guter Schuss, guter Konter einfach, mein Fehler da mit Kramaric auf außen den Ball zu verlieren, war ein guter Konter, kann man nichts weiter sagen, schade. Jetzt wird es schon sehr schwer, aber ich gebe mir immer noch die Chance, hier ein 2-2 draus zu machen. Vielleicht ist nicht direkt ein 3-2 in der regulären Spielzeit, aber ein 2-2 traue ich mir zu. Wir müssen aber mal konzentriert gespielt werden. Was ist denn das für ein... Also, das Ball-Protecting ist definitiv anders als in FIFA 17. Das ist jetzt schon das dritte Mal, oder, dass ich deswegen den Ball verliere. Ziemlich nervig. Oh, schade, knapp. Schauen wir mal, Costa war nicht zuletzt dran. Okay, ist auch egal. So, jetzt in Ruhe weiterspielen. Ich traue mir hier noch ein 2-2 zu. Aber wie gesagt, es ist mein erstes Spiel. Gegner hat deutlich bessere Mannschaft. Oh, warum geht denn da nicht Chibami ran, oder wie der heißt? Aber war das mal eine geile Schusstäuschung mit Haraguchi? War es, aber warum geht da nicht Chibami ran? Verstehe ich nicht. Das war auch gut gespielt mit Haraguchi auf jeden Fall. Geiler Pass. Oh, fuck, das war knapp. Oh, die Angriffe waren jetzt echt nicht schlecht. Das war halt immer so dann das Ende, was nicht mehr ganz gepasst hat. Schade. Okay. Aber für mein erstes Spiel bin ich ganz zufrieden. Ich bin eh nicht davon ausgegangen, dass ich es gewinne, aber ist noch nicht durch. Tackles sind auf jeden Fall auch anders geworden, das merke ich. Aber verteidigen an sich, also der erste Eindruck ist jetzt nicht so, ich hätte mir das krasser auf jeden Fall vorgestellt.
Es geht wie mit FIFA 17 los, aber ich glaube, diesmal war es einfach straffer Pass, Gegner hat zu lange gebraucht und den Gegner. Na, wie heißt er? Kramaric hat einfach zu lange gebraucht, um den Ball zu verwerten und hat deswegen nicht direkt geschossen. Ich hatte natürlich direkt auf Schießen gedrückt, klar. Aber es hat nicht funktioniert. Scheiße, da hätte ich nochmal flach versuchen sollen, denke ich. Den Schuss, aber ich habe ihn dann normal geschossen dieses Mal. Schade, jetzt haben wir doch ganz gut Druck ausgeübt. Ein bisschen mehr Glück im Abschluss und da wäre mit Sicherheit was gegangen. Fuck! Ganz gut getribbelt, aber dann am Ende, naja. Jetzt können wir eigentlich schon auf totalen Angriff gehen, weil das Ding ist jetzt eh durch. Ich brauche jetzt ganz schnell einen Anschlusstreffer, wenn ich hier noch eine Restchance haben will. Da wollte ich leider nicht hinpassen. Oh, über Umwegen. Ach, schade. Ich werde auf jeden Fall direkt nach der Aufnahme noch eine Aufnahme machen und noch ein Spiel probieren. Wahrscheinlich auch nochmal mit der Bundesliga, um halt einfach wieder zwei Spiele in Folge zu haben, damit ich mich erstmal an die Mannschaften gewöhnen kann. Und dann, ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme dann leichteren Gegner, weil das ist halt schon wieder. Och Gott, was der für Tore schießt! Oh mein Gott! Also, das ist auf jeden Fall kein gerechtes Ergebnis, würde ich sagen. Mit seinen drei Toren, ich weiß, er hat glaube ich dreimal aufs Tor geschossen oder fast, er hat ein bisschen mehr geschossen, aber gefühlt dreimal aufs Tor geschossen, drei Tore. Und ich hatte wirklich gute Torchancen und mach sie halt nicht, aber er hat halt auch die deutlich besseren Spieler, besseren Abschlüsse, etc. Ich bin zufrieden mit meinem ersten Spiel. Wie gesagt, ich hätte halt auch einfach Liga spielen können, weil, also die Schusstäuschung, die neue, die macht Spaß. Schade. Weil die Liga-Gegner, ich wette mit euch, die sind deutlich einfacher. Also wäre wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe noch nicht so straff aufgezogen. Aber gut, hätte auch keinen guten Abschluss. Ich wette mit euch das. Aber dann hätte ich vielleicht auch wieder flach probieren können. Natürlich nochmal Alu, was sonst? Ja, Liga wäre deutlich einfacher, aber ich muss oder ich will ja versuchen, mich für die Weekend League zu qualifizieren und deswegen muss ich das ja dann spielen. Also ich versuche meine Ecken jetzt erstmal so wie auch im FIFA 17, also auf den kurzen Pfosten und dann reinhämmern. Das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt mit Subotic. Boah, das hat er gut getribbelt. Ich hätte auch einen Alu-Treffer. Naja, also wie gesagt, ich habe vor 3-0 verloren, ist aber, denke ich, ein deutlich zu hoher Sieg für den Gegner. Ich bin zufrieden mit meiner spielerischen Leistung und freue mich aufs nächste Spiel. Oh, das wird so schwer. Das Problem ist ja, ich muss mich halt echt darüber qualifizieren, weil ich schaff's niemals, bis zum Wochenende so viele Spiele zu spielen, dass ich in Liga 2 oder so aufsteige. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass ich mich erst mal qualifizieren muss. Fuck. Was ist jetzt? Was ist denn heute? Montag. Naja, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem. Total ausgeglichene Statistik. Also eigentlich hätte es unentschieden ausgehen müssen, wenn man in die Statistik geht. Nun gut, was soll's? 50.000 Coins, nice. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich die ersten. Ach ja, ich habe ja zwei Teams. Das heißt, das sind ja nicht sechs Spiele, sondern das sind ja logischerweise 12 Spiele, die ich machen muss. Hahaha. Wie mache ich denn das am besten? Weil ich wollte gerade sagen, ich will versuchen, so schnell wie möglich die Spiele runterzureißen, damit ich dann mir bessere Spieler kaufen kann, weil das wird schon was ausmachen. Oh oh, vielleicht. Also ich habe ja echt so viele Coins, vielleicht mache ich es echt so, dass ich
mir schon eher bessere Spieler hole. Also heute logischerweise nicht mehr. Vielleicht sogar schon morgen, weil es geht ja darum, sich qualifizieren zu können und das ist ja nicht so einfach. Ich meine, ich kann dieses Turnier sowieso nur mit dieser Mannschaft, mit diesen Mannschaften spielen und ich baue mir jetzt keine mega krasse Mannschaft, aber pack irgendwelche Bronzespieler auf die Banken, damit ich dann mit der hier spielen kann. Das macht da keinen Sinn, weil dann müsste ich mir ja Fitnesskarten oder sowas holen. Das geht ja jetzt auch nur noch einen Tag. Das heißt, ich werde jetzt noch heute und wenn ich morgen spielen sollte, auch morgen mit den Mannschaften spielen und dann mache ich einfach ab übermorgen das dann so, dass ich die Mannschaften wieder verkaufe, die Spieler, die ich nicht brauche und mir dann eben die besseren hole. Das werde ich aber dann logischerweise in dem Video zeigen. Ja, so werde ich es machen. Alles klar, das war das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein paar Kommentare ab. Beantwortet meine Fragen. Schreibt mir, wie es gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, wie ihr FIFA 18 findet. Das neue Verteidigungsverhalten und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren. Ich hoffe, es schauen ein paar Leute zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Liken, kommentieren, abonnieren und so weiter. Wisst Bescheid. Tschüss, tschüss.